Hallo Freunde, willkommen zur WOMO-Tour Dänemark Teil 4, Nordsee hoch, Ostsee runter. Heute geht's zum berühmten Leuchtturm Rubjek Knudefür. Warum berühmt? Die Antwort kommt später. Ja, und dann waren wir doch etwas erstaunt, auf der ersten Düne, die wir hochstiegen, Rinder zu treffen. Fantastischer Blick, hä? Die Steilküste hat hier eine Höhe von etwa 50 Meter und dann kommt noch Flugsand obendrauf, etwa 20 bis 25 Meter. Die höchste Erhebung soll hier bis zu 79 Metern sein. Ganz oben. Sehr gut. Vor uns der alte Standort des Leuchtturms. Im Sommer 2019 wurde das Gebiet gesperrt und man begann mit der Verschiebung des Turmes ins Landesinnere, um etwa 70 Meter. Berühmt wurde der Leuchtturm unter anderem auch dadurch, dass er bereits 8 Meter von der Abbruchkante entfernt stand. Es drohte auch der Absturz, woraufhin er kurzfristig gesperrt wurde. Und ein Leuchtturm zu verschieben, das passiert halt nicht jeden Tag. Die gesamte Düne erstreckt sich auf einer Länge bis zu 2 Kilometer und ist bis 400 Meter breit.
Na, wie war's? Endlich angekommen. Ja, wir sind jetzt 2,2 Kilometer von dem Parkplatz her gelaufen. Auf der Straße? Auf der Straße. Aber vom Parkplatz zum Leuchtturm sind es auch noch mal 100 Kilometer. Ja. Und von hier über die Dünen zum Leuchtturm sind auch mindestens 3 Kilometer. Mindestens, ja. Berg und Tal. Bergab, die Dünen hoch. Und die also in Summe, wie viel? Mindestens 6. 6, 7 Kilometer. Bestimmt. Na gut. Und jetzt Hunger. Oh, es geht. Hunger müssen wir stillen. Mehr Durst, ne? Mehr Durst. Alles klar. Und hier ein Ausblick auf unsere WOMO-Tour Teil 5.